Vielen Dank an die Gruppe, die die Jugend-Hackt-App entwickelt hat. Und das war tatsächlich schon unser letztes Projekt, das hier heute vorgestellt wurde. An der Stelle erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Und vielleicht fragt der eine oder die andere sich, oh krass, da standen ganz schön viele Sachen in den ganzen technischen Details drin. Das waren ganze Listen von Dingen, von denen ihr vielleicht noch nie vorher gehört habt und jetzt sagt, ja klar, kann ich jetzt allen verstehen, erklären, habe ich total verstanden, was damit gemeint ist. Wenn euch das so geht und ihr weitermachen wollt, dann geht es natürlich weiter. Vielleicht ist es ein bisschen lang hin, bis das nächste Mal hier Jugendhackt in Hamburg stattfindet, aber ich freue mich wahnsinnig, euch sagen zu dürfen, dass in Berlin im Oktober noch Plätze frei sind. Das heißt, wer Lust hat auf einen kleinen Ausflug nach Berlin, das ist möglich und zwar vom 4. bis zum 6. Oktober findet dort Jugendhackt statt und das ist das ganz große Event mit den über 100 Teilnehmenden, also nochmal eine ganze Ecke größer als hier, aber vielleicht haben wir da ja schon irgend so eine smarte Klimaanlage am Laufen oder andere Kleinigkeiten wie so eine schöne Jugendhackt-App, die da ein bisschen durchs Wochenende hilft. Damit übergebe ich wieder an Hanno und danke für die Vorstellung der Projekte. Damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Wir sagen Danke an alle Zuschauer im Livestream. Danke an alle Gäste hier im Raum. Nochmal Danke an alle Mentoren, Danke an alle Förderer und bis zum nächsten Jahr.